Ein Verbindungsmann besorgte uns die Pässe und buchte den Flug. Dann flogen wir nach Amsterdam. Wir waren 4 oder 5 Mädchen, die zusammen in ein Hotel gingen. Und dort blieben wir 4 oder 5 Tage. Wir waren shoppen, um neue Schuhe zu besorgen. Sonst sollten wir uns nicht großartig außerhalb des Hotels aufhalten. Die Schuhe wurden abgeholt und mit einer Fräse geöffnet. Die Drogen kamen hinein und die Sohle wurde wieder verschlossen. Sie sahen aus wie neu. Wir packten sie in den Koffer und flogen zurück in die Staaten. Dann sind wir in verschiedene Taxis gestiegen und haben uns mit einem Verbindungsmann getroffen. Im Versteck werden die Drogen gewogen, um sicherzugehen, dass niemand daran rumgepfuscht oder für den persönlichen Gebrauch abgezapft hat. Dann bekommen wir die andere Hälfte unseres Geldes und gehen wieder unserem Leben nach, bis der nächste Anruf kommt und wir wieder auf Reisen gehen. Das Geschäft ist sehr gut strukturiert. Ob die Grenzbeamten, der Zoll oder die Sicherheitsbeamten am Flughafen, jeder wird bezahlt. Selbst die einfachen Polizisten und Drogenfahnder in den Staaten. Ich bin überzeugt davon, dass jeder käuflich ist. Bei der heutigen Wirtschaftslage sogar mehr denn je. Wisst ihr, wie es dazu kommt, dass die Grenzbeamten eingreifen? Wir haben 2 oder 3 von ihnen bezahlt. Denen erzählten wir, wir schicken einen blauen und einen schwarzen LKW, was auch immer. Ihr könnt den schwarzen haben. Das ist ein Geschenk. Sie finden nur das, wovon sie wissen. Wenn sonst etwas Großes gefunden wird, wie zum Beispiel ein Sattelzug mit 2 Tonnen Koks, liegt das daran, dass irgendwer nicht bezahlt hat. Die US-Regierung stellt jedes Jahr weniger Mengen an Kokain sicher. 2005 waren es noch 58 Tonnen. 2009 waren es weniger als 20. Die Drogenschmuggler behaupten, dass einiges davon bewusst aufgegeben wurde. Manchmal schicken wir einen Typen durch die Zollkontrolle mit dem Wissen, dass das Auto von uns aufgegeben wird. Der Typ weiß nicht, dass er reingelegt wird. Er hat aber noch keine Strafakte, das haben wir vorher überprüft. Er wird als Packesel gefangen genommen und gefragt, ob er mit den Behörden zusammenarbeiten möchte. Das wird er aber nicht. Er wird seinen Mund halten und höchstens 2 Jahre sitzen. Die Leute werden gut dafür bezahlt, erwischt zu werden, damit eine große Lieferung durchgeht. Die Anwaltskosten werden übernommen. Wenn sie eingesperrt werden, bezahlen wir die Kaution. Wir holen sie raus, zahlen $25.000 an den Anwalt und dann bekommen sie vielleicht 150 Stunden gemeinnützige Arbeit aufgebrummt. Er zeigt seine Loyalität und bekommt dafür Loyalität zurück. Er hat einen Job auf Lebenszeit, solange ich im Spiel bin. Alles dreht sich ums Geld. Man wird sehr gut bezahlt und deshalb macht man weiter. Kokaindealer zahlen ihren Angestellten hohe Summen, um sich ihre Loyalität zu sichern. Der drohende Tod sichert das Schweigen. Aber nicht immer. Ob Menschen dabei schon ihr Leben gelassen haben? Ja, jeden Tag. Aber sie müssen nicht sterben, weil sie ihre Lieferung verloren haben, sondern weil sie reden. Das läuft in der Gesellschaft heute schief. Es gibt keine Loyalität mehr. Deshalb passiert auch gerade das, was man auf der anderen Seite der Grenze sieht. Früher hieß es, meine Familie respektiert deine Familie. Du versorgst dein Gebiet, ich meins. Heute ist es so, meine Familie sieht, dass du mehr Geld machst als ich, also wird meine Familie dich davon abhalten. The worst case scenario is that the Mexican cartels continue rising in power, that the level of violence continues getting higher and higher. And where you had 15,000 murders last year, what would happen if you saw 50,000 murders in a year? Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Importeur von Kokain. 90% davon kommen über die mexikanische Grenze. Da $30 Milliarden auf dem Spiel stehen, ist es nicht verwunderlich, dass die Drogenkartelle alles tun, um ihre Interessen zu schützen. Das Schockierende daran ist, wie skrupellos sie geworden sind. Seit 2007 haben sie mehr als 22.000 Morde begangen. Wir fahren jetzt zum Friedhof Jardines de Lumania in Culiacán, auf dem viele der großen Capos sowie viele ihrer Fußsoldaten und Stellvertreter beerdigt sind. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie der Drogenhandel den Tod und die Extravaganz mit sehr viel Geld zelebriert.
Diese Gräber gehören zu den ausgefallensten und unglaublichsten Gräbern, die man auf der Welt finden kann. Einige sind zweigeschossig und mit Klimaanlage ausgestattet. Einige sind aus italienischem Marmor. An ihnen arbeiten die besten Maler und Architekten. Eine ganze Branche steckt dahinter. Diese eigenwilligen Formen der Gräber haben sogar einen eigenen Namen bekommen: Narkotektur. An manchen Gräbern sieht man zum Beispiel kleine Flugzeuge. Darin liegen Piloten begraben, die Kokain von Kolumbien in den Norden flogen. Manchmal sieht man ein ganz kleines und daneben ein riesiges, extravagantes Grab, für das $250.000 für italienischen Marmor ausgegeben wurden. Das zeigt den Erfolg. Wenn man als junger Mensch hier aufwächst, fragt man sich, was man aus seinem Leben machen will. Man verdient hier $5 pro Tag. Man verdient nie genug, um zurechtzukommen. Natürlich möchte man lieber reich und angesehen sein und sich mit schönen Frauen und ausgefallenen Dingen umgeben. Und sollte man sterben, erhält man so ein großartiges Grab, das zeigt, dass man es zu etwas gebracht hat. Viele Grabmäler wurden mit italienischem Marmor gebaut und sind mit einer Klimaanlage ausgestattet. Dieses bescheidene Grabgewölbe aber beherbergt einen der berüchtigsten Dealer der Geschichte. Sein Tod im Jahr 2009 hatte einen der schlimmsten Vergeltungsakte in der Geschichte des Drogenhandels zur Folge. Von all den Capos oder Paten auf diesem Friedhof war der mächtigste und reichste Arturo Beltran Leva. Er verdiente Milliarden damit, kolumbianisches Kokain durch Mexiko in die Staaten zu bringen. Zu Präsident Felipe Calderons Kampf gegen den Drogenhandel gehört es auch, diese großen Jungs, die sogenannten Capos, auszuschalten. Sicherheitskräfte kreisten Arturo Beltran Leva ein. Sie hatten Informationen von der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde bekommen. Diese wurden an mexikanische Marinesoldaten weitergegeben. Sie stürmten seinen Wohnblock, aber Arturo Beltran Leva wollte nicht aufgeben. Er saß mit 5 Beratern zusammen. Sie schossen aus den Fenstern und warfen Granaten. Am Ende verlor er trotzdem, aber während des Kampfes wurde auch einer der mexikanischen Marinesoldaten erschossen. Arturo Beltran Leva und seine 5 Berater starben ebenfalls. Nach Levas Tod hat sich niemand an seiner Leiche zu schaffen gemacht. Sein gesamter Körper wurde mit Dollarnoten bestückt und es wurden Fotos gemacht, um ihn zu demütigen und zu zeigen, dass man den großen Paten erwischt hat. Er sollte keine Heldenfigur für die Jugend werden. Seine Anhänger aber fanden das gar nicht gut. Im Kugelhagel des Kampfes war ein Marinesoldat gestorben. Am nächsten Tag erhielt er ein Staatsbegräbnis, bei dem der Präsident seinen Namen aussprach. Daraufhin erschienen bewaffnete Männer bei der Familie und töteten seine Mutter, seine Tante sowie seinen Bruder und seine Schwester. Die Botschaft war klar: Wenn ihr euch mit uns anlegt, löschen wir eure Familien aus. Schamlose Hinrichtungen wie der Mord an der Familie des Marinesoldaten vermitteln eine Botschaft des Terrors, die die Mexikaner unmöglich ignorieren können. Die jüngsten Ziele der Drogenbosse sind Journalisten, die davon abgehalten werden sollen, über die blutigen Verbrechen zu berichten. Trotz dieser Bedrohung versucht der preisgekrönte Fotojournalist Fernando Brito mit seinen Fotos von Mordschauplätzen die Aufmerksamkeit der Welt auf die eskalierende Gewalt zu richten. Es ist beängstigend. Man fühlt sich nicht sicher. Wir haben gewisse Grenzen, die wir nicht überschreiten, weil wir wissen, dass hinter dieser Grenze alles passieren kann. Es ist keine leichte Aufgabe, weil wir der Gefahr und Unsicherheit ausgeliefert sind. Hier passieren viele Sachen. Das ist kein Spiel. Also versuchen wir, uns aus den Spielchen der Kartelle herauszuhalten. Wenn aber etwas passiert, sind das trotzdem Nachrichten, die veröffentlicht werden müssen. In ganz Mexiko herrscht Gewalt und es gibt viele Tote. Das darf nicht vergessen werden. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das ich versuche zu dokumentieren. Es gibt 2 Gründe für den Anstieg der Brutalität. Zum einen werden verhaftete Kartellführer von jüngeren und rücksichtsloseren Verbrechern ersetzt, die zum Teil geschulte Todesschützen sind. Zum anderen hat die Regierung Versorgungswege abgeschnitten, wodurch unter den Kartellen der Wettbewerb um neue Wege angeheizt wird. Damit nehmen auch die Schießereien zu. Drogenhandel und Gewalt gehen Hand in Hand.
Sie sind eng miteinander verbunden. Drogen sind ein gewalttätiges und tödliches Geschäft, in dem man um jeden Preis Geld machen will. Der Krieg in Mexiko hat ein Level erreicht, an dem es mehr Tote, Blutbäder und Waffen gibt als je zuvor. Als nämlich die Capos, die Paten der Kartelle, getötet wurden, nahmen die Spitzenpositionen meist ihre Mörder ein. Damals bestand die Arbeit der Schmuggler noch in der Lieferung der Drogen. Die Mörder von heute regeln ihre Geschäfte vor allem durch Mord und Blutbäder. Und sie nutzen die Drogen, um das zu finanzieren. Auf gewisse Weise sieht man also einen Wandel. Vom Kampf um den Kokainhandel zu einem Krieg in Mexiko, der durch Kokain und andere Drogen finanziert wird. Im Jahr 2006 begannen die Drogenkartelle mit Enthauptungen, deren Zahl stetig zunahm. Ab 2007 drehten sie sogenannte Snuff-Filme. Heute sieht man in Mexiko tausende solcher Filme, bei denen unschuldige Menschen entführt werden, damit Lösegeld erpresst werden kann. Darin erkennt man eine Missachtung menschlichen Lebens. Dieser Terror ist nur schwer zu verstehen. Heute wird das Drogengeld in Mexiko für die Finanzierung eines noch schwachen Bürgerkriegs und paramilitärischer Gruppen verwendet. Die Situation ist kritisch und die Politiker aller Welt müssen versuchen, etwas daraus zu lernen. Die Zustände in Mexiko sind mittlerweile in aller Welt bekannt. Die US-Bürger, die in Grenznähe leben, beschuldigen die mexikanische Regierung, nicht in der Lage zu sein, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Doch ohne die Millionen Amerikaner, die bereit sind, für Kokain zu bezahlen, würden die Kartelle gar nicht existieren. Das Kokainverbot hat einen überhöhten Preis für das Produkt zur Folge gehabt. Ein Kilo Kokain kostet in Kolumbien ungefähr 2000 Dollar. Die Großdealer in den Vereinigten Staaten zahlen dafür 30.000. Und auf den Straßen der USA bekommt man 100.000 dafür. Wenn man sonst etwas für 2000 Dollar einkauft und für 30 oder 100.000 Dollar verkauft, ist das ein sehr lukratives Geschäft. Der Hauptgewinn dieses Geschäfts fließt jetzt in mexikanische Hände. Früher ging er an die Kolumbianer. Aufgrund des Drucks aus den USA und verschiedener politischer Entscheidungen aber wurden die Kolumbianer langsam an die Seite gedrängt. Sie sind mittlerweile nur noch Produzenten, die an die mexikanischen Kartelle verkaufen. Also geht die Gewinnspanne zwischen 2000 Dollar für den Einkauf und 100.000 Dollar für den Verkauf an die Mexikaner. Ich glaube, wenn das nicht unter Kontrolle gebracht wird, wird Mexiko zu einem Narkostaat. Was dann hier passiert? Wir haben einen Narkostaat an unserer südlichen Grenze, den wir nicht kontrollieren können. Ich hoffe, so weit wird es nicht kommen. Das Schlimmste, was in Mexiko passieren kann, ist so etwas wie in Kolumbien, wo man Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes hat, die wegen der Drogengewalt vertrieben werden. Dort sind große Teile des Landes unter alleiniger Kontrolle der Drogenkartelle. Man kann in Mexiko schon jetzt die Anfänge davon sehen. Außerdem sieht man ein politisches System, das das Staatsgebiet nicht kontrollieren kann, weil viele Teile davon bereits von Guerilla-Armeen oder Drogenkartellen kontrolliert werden. Im schlimmsten Fall erlangen die mexikanischen Kartelle immer mehr Macht. Und die Gewalt nimmt immer mehr zu. Was im letzten Jahr noch 15.000 Morde waren, könnten bald 50.000 sein. Das würde eine Schockwelle durch die mexikanische Gesellschaft schicken. Basically, they started with fast boats, then fishing boats, and now the semi-submersibles. So this is kind of a chess game, and we try to be always ahead of these guys. Der Handel mit Kokain ist ein 30 Milliarden Dollar schweres Geschäft in den USA. Er ist ein gefährliches und tödliches Spiel, das jedes Jahr tausende Leben fordert. Jahrzehntelang haben kolumbianische Kartelle die Lieferung von Kokain in die USA sichergestellt. Während aber mittlerweile die Mexikaner den Schmuggel übernommen haben, sind die Kolumbianer noch immer die Hersteller. Die mexikanische, die kolumbianische und die US-Regierung haben sich zusammengeschlossen, um das zu unterbinden.
Doch mit jedem Sieg einer Regierung ändern die Schmuggler ihre Taktik.